So, weiter geht's mit Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir befinden uns wieder bei dem Lager der Drachenjäger. Wenn wir jetzt hier gerade ausgehen, dann kommen wir wieder zu diesen zwei Eisgolems. Und die haben das Problem, beziehungsweise das Problem habe ich, die haben die Fähigkeit, mich zu fesseln und dann, während ich gefesselt bin, mich tot zu hauen. Und das ist das Problem, was wir jetzt haben. Denn egal, was ich jetzt in eurer Abwesenheit gemacht habe, und ich habe einiges gemacht in eurer Abwesenheit, so werden die uns immer noch fesseln und uns immer noch tothauen. Das bedeutet, ich muss mich da durchschmuggeln, indem ich mich wieder verwandle. Ich hoffe jetzt nur, dass ich noch so einen Verwandlungszauber dabei habe, mit dem ich mich auch verwandeln kann. Ja, jetzt gab es schon länger keine Gothic 2 Folge mehr. Das liegt an zwei Sachen. Zum einen, selbst meine Zeit im März ist sehr begrenzt. Ihr habt es sicherlich schon gehört, wenn ihr einer meiner anderen Folgen geschaut habt. Ich muss meine alte Wohnung bis zum 31. März leer bekommen, da dann die Schlüsselübergabe ist. Und das ist eine ganze Menge und deswegen bin ich meistens nach der Arbeit bei der alten Wohnung und räume sie leer. Was natürlich auf Kosten der Let's Plays geht. Aber das ist wie gesagt nur noch eine Woche, dann sollte alles ganz normal weitergehen. Der andere Grund, warum es länger keine Gothic 2 Folge gab, ist folgender. Ich war zurück in Korinis. In der alten Welt, habe mir dort neue Heiltränke gekauft, bin etwas stärker geworden, weil ich zwei Steintafeln Stärke gefunden habe und mit dieser neuen Kraft werden wir heute versuchen, den letzten Drachen zu besiegen. In der letzten Folge haben wir etwas trainiert. Ich weiß nicht, ob es so hilfreich war, auf jeden Fall sind wir aber ein Level aufgestiegen. Das ist schon mal gut. Zusammen mit den zwei Stärke-Steintafeln sollten wir es jetzt etwas einfacher haben, aber das, wie gesagt, führt nicht dazu, dass uns die Golems da vorne jetzt nicht fesseln werden, denn das werden sie immer noch. Das heißt also, ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis rum, damit das für euch nicht so langweilig ist, wenn ich hier die ganze Zeit am Erzählen bin. Das bedeutet also, ich werde jetzt mal gucken nach einem Zauber. Hier seht ihr neue Heiltrankverstärkung. 16 von den guten, 9 und 6, schon wesentlich mehr, wie wir früher hatten. So, jetzt will ich aber allerdings erst nochmal schauen, was haben wir denn hier? So, wir haben 4x Feuerwaran, das ist okay. 4 Stück. Das heißt, ich werde das jetzt mir mal gönnen. Jetzt werden wir als Feuerwaran durchmarschieren. Die Drachenjäger haben jetzt angegriffen. Wir waren noch zu nah an den Drachenjägern. Die greifen nämlich die Feuerwarane an. Die Tiere allerdings tun uns nichts und deswegen können wir hier jetzt einfach so durchmarschieren. Ja, ich hoffe übrigens, ihr könnt was sehen. Es ist dunkel. Ich habe mir gedacht, der Drachenkampf im Dunkeln ist vielleicht gar nicht so verkehrt und deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, dass es kein Tag ist. Wir werden ohnehin nur den Drachen erledigen und dann versuchen oder dann wieder zurück zu Burgporten, sofern wir es denn schaffen, den Drachen zu besiegen. Das ist hier die große Frage und sofern ich es schaffe, den Weg zu finden, das ist eine weitere große Frage. Aber heute habe ich eine Ausrede. Nicht nur, dass ich in der letzten Zeit wenig Zeit hatte. Ich habe auch noch ein ganz anderes Problem seit heute. Mir brummt der Schädel. Mir ist ein bisschen schwindlig. Das kann wiederum nur eines bedeuten. Der Kryo wird wieder krank. Wahrscheinlich wieder irgendeine Erkältung. Und die bahnt sich bei mir immer an, indem es mir einfach ja nur schlecht geht. Also mit Kopfschmerzen und so weiter. Hier waren wir eben gerade schon. Und da ist auch der Weg. Das habe ich eben nicht gesehen. Ja, ich habe zwar jetzt mir ein Aspirin reingeballert, aber das dauert natürlich immer einen Moment, bis es wirkt. Also falls ich heute irgendwelche Fails mache oder so, schiebe ich das alles darauf zurück, dass mir der Kopf brummt. Wir werden das schon kriegen. So, da vorne, da waren wir schon mal. Dann sind wir wieder zurückgegangen. Da vorne wartet der Drache auf uns und mit ihm viele andere Gegner ebenso. Ich sehe den Goldschatz leuchten im Dunkeln. Da sehe ich zwei Echsenmenschen. Und ansonsten ist es hier, glaube ich, weitgehend ruhig. Das heißt, ich werde mal meine Verwandlung zurücknehmen. Ich werde mal mein Schwert ziehen. Ach, jetzt hat er diese komische Axt ausgerüstet. Das will ich nicht. Ich will wieder meine andere Waffe haben. Die Klaue Belias. So, wenn ich sie denn finde, das ist sie, die Klaue Belias. So. Ich glaube, wir machen jetzt mal ein Quicksave. Und dann schauen wir mal. Ich habe auch wieder eine Dämonenbeschwörerrolle dabei. Das heißt, falls wir den Drachen nicht schaffen werden, wovon ich ausgehe, werden wir einen Dämonen beschwören und mal gucken, ob es damit klappt. So, jetzt nehme ich mir erstmal die zwei Echsenmenschen hier vor. So, es kommen natürlich beide gleichzeitig angerannt. Es könnte nicht schlechter laufen.
So. Meine Maus hängt. Okay, wir haben den Kampf geschafft. Trotz der Tatsache, dass die Maus hängt. Und sie hängt übrigens immer noch. Ein kleiner Trick ist, wenn man ins Inventar geht, dann lässt sich dieses Mausproblem lösen. Aber das nutzt mir am Kampf nichts. Nichts zu holen. Da verlierst du ja zu viel Zeit. Da ist nichts zu holen. So. Die zwei haben wir erledigt. Allerdings müssten wir jetzt am besten schon wieder einen Heiltrank reinballern. Das ist ein bisschen blöder. Und so gehen sie dahin, meine schönen neuen Heiltränke. Wir brauchen was viel Stärkeres. Ich habe zu viel Leben und eine zu schlechte Rüstung. Ich werde jetzt auch nicht abspeichern, denn wenn ich jetzt draufgehen sollte, dann machen wir halt den Kampf nochmal. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht weniger Leben verliere. So, da leuchten sie alle blau. Diese Wölfe. Oh, da kommen sie auch alle angerannt. Haha, super. Na, so wird das aber nicht so. Da werden ja schon zwei Wölfe zum Verhängnis. Na, super. Jetzt können wir da gerade nochmal hinlaufen. Ey, ich werde verrückt. Ich werde bekloppt. Aber okay, es ist ja schnell gemacht. Ich hätte vielleicht doch speichern sollen, ne? Ach so, wir haben ja gespeichert. Quicksave. Da muss ich natürlich auch Quicksave reinladen. Logisch. So. Im Prinzip, die Echsenmenschen, die da vorne stehen, die brauche ich gar nicht erledigen. Aber diese Wölfe, die werden hier... Warum leuchte ich denn? Ach, das ist die magische Armbrust, was da leuchtet. Die Wölfe hier, die werden mir hier zum Verhängnis. Ich versuche mal ein bisschen näher dran zu kommen. Vielleicht schaffe ich es, dass nur zwei kommen oder vielleicht sogar nur einer. Na komm. So, einen haben wir gepult. Ja, die sind auch gar nicht so stark, aber in der Gruppe werden sie dann doch gefährlich. So, der nächste. Na komm. Na komm her, Junge. So, schön herankommen. So, auch der ist erledigt. Der hält auch jede Menge aus, dieser Sauwolf. Und da vorne haben wir jetzt noch eine Gruppe. Das sind 1, 2, 3. Und da hinten steht noch einer, ein vierter und ein fünfter. Ich mache nochmal Quick Save. Ist auch gerade so ruhig hier. Wo ist die Musik hin? So, jetzt kommen mindestens drei angerannt. Nee, nur einer. Haha, sehr schön. So muss das sein. Den haben wir geschickt hier angepult. Der nächste. Ich frage mich nur, wo die Musik hin ist. Ist es hier abgestürzt oder was? Keine Ahnung. Guck mal, die kannst du alle schön einzeln pullen, ey. So muss das sein. Ich mache nochmal ein Quickie. Frage mich aber gerade, wo die Musik hin ist. Ich fühle mich so ein bisschen einsam ohne Musik. So, mal gucken, was das für einer ist. Das müsste ein Echsenmensch sein. Oh, die kommen alle drei. Scheiße. Alle drei und trotzdem alle nacheinander. So muss das sein. Und da vorne ist auch der Drache. Warte mal. Da kommt dann noch der Wolf an. Jawoll. Verlieren die eigentlich was? Ja, die verlieren ein Fleisch und ein Fell. Das ist doch schön hier. Das ist doch richtig schön. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt es auch erkennen. Ich weiß, dass die Aufnahmen bei YouTube manchmal ziemlich dunkel sind. Aber ich habe mir gedacht, wir können doch nicht immer nur tagsüber spielen. Und gerade so was Grandioses wie den Kampf gegen einen Drachen, den Fall des Drachen, wollte ich schon sagen. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Ist doch ideal, wenn man das mal im Dunkeln macht. So, der Drache steht übrigens da vorne. Im Prinzip könnten wir schon direkt hinrennen. Aber vielleicht wäre es sinnvoller, wenn wir erst die Wölfe, die dahinter steht, noch kalt machen. So, das heißt, wir haben wieder einen Quicksave gemacht. Ich ziehe mal meine Waffe und versuche mal, die Wölfe hier von dieser Seite aus zu behaken. So, zwei Stück haben uns im Target. Drei Stück. So, und der letzte.
Und da hinten ist auch noch ein Echsenmensch, sehe ich gerade. Ja, das ist erledigt. So, der Echsenmensch steht sehr nah am Drachen. Mal gucken, ob ich den trotzdem irgendwie anlocken kann. Ah, der ist so alleine. Das ist sehr schön. So, auch der ist erledigt. Das gefällt mir, das gefällt mir. Nichts zu holen. Nichts zu holen, gut. Doch, den Schatz, den können wir schon mal einstecken. Der Drache steht da vorne. Wir klauen von hinten seinen Schatz und hauen wieder ab. Aber ich glaube, das wäre der Lösung des Spiels nicht hilfreich, wenn wir das so machen würden. So, das heißt aber auch, uns steht jetzt der Kampf des Drachen bevor. Ich hau mir nochmal eine Heilung rein. Ich mache mich nochmal voll. Und werde dann direkt nochmal speichern. Und wie mir noch einfällt, habe ich gar nicht auf die Uhrzeit geschaut. Aber ist egal. 10 Minuten haben wir auf jeden Fall noch. Ich speichere nochmal. Und nehme nochmal einen Schluck Kaffee. So. Und der Grund, warum sich das Bild gerade bewegt hat, obwohl ich gar keine Hand an der Maus habe, liegt daran, dass das Kabel von der Maus etwas die Maus nach unten gezogen hat und sich somit das Bild bewegt hat. Gut. Mein lieber Drache, jetzt geht's los. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Wer bist du? Ich bin Finkreg, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorat errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorat finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorat kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. So, ich glaube, wenn ich jetzt hier auf Ende drücke, dann beginnt der Kampf. Ich werde ihn vermutlich mit meinem Schwert nicht besiegen können. Auch mit meinem Pfeil und Bogen bzw. mit der Armbrust werde ich ihn nicht schaffen können, da dafür mein Skill nicht ausreicht. Ich kann ihn nur mit einem Trick besiegen. Den Trick kennt ihr. Ich werde einen Dämon beschwören und ihn dann versuchen fertig zu machen. Ich probiere es aus. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Jo. So, und da hängt auch schon die Maus. Haha, super.
Es fängt ja hervorragend an, Leute. So, ich will mal gerade gucken, ob der mir folgt. Wo ist er denn? Da läuft er, da hampelt er rum. Der fliegt da rum. Warum fliegt denn der da rum? Der soll nicht zu nah zu diesen Echsenmenschen gehen, der Pfeifenkopf. Die kommen da nämlich zusätzlich noch an. So, während er da steht, werde ich mal was anderes machen. Notfalls müssen wir halt nochmal reinladen. Ich werde dann die Gesprächsoptionen, die Gesprächsdialoge überspringen. Jetzt will ich erstmal nach Dämonenschriftrolle gucken. Dämonen beschweren, hier. Beschweren, ja. Nehmen wir auf der Nummer 4. So. Und jetzt gehen wir wieder hin. Zu dem Drachen. Der da steht. Und blöd wartet. Ich muss ein bisschen näher dran gehen. Ja, der brennt hier. Ich brenne. Ich brauche Heilung. Schnell Heilung, Heilung, Heilung. Ich müsste das auf so Kurztasten legen, auf so Schnelltasten. Oh, Leute. Schnell, 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 bevor der Dämon tot ist. Wahrscheinlich ist er sogar schon tot. Da steht der Drache. Und er hat wieder volle Energie fast. Ach was, Mann. Der Dämon ist schon tot. Die zwei Echsenmenschen stehen noch da. So, die zwei Echsenmenschen werden erledigt. Sehr schön. Und ich brauche noch mehr Heilung. Ich werde mir jetzt hier nochmal was gönnen. Und ich muss mir leider einen neuen Dämon beschwören. Gott sei Dank hatte ich zwei Schriftrollen dabei. So, wir gehen nochmal ein bisschen näher. Und es, die Maus senkt schon wieder. Ey, was ist denn da los? So, komm mal ein bisschen her jetzt. So, warte mal. Der kämpft jetzt gegen den Dämonen. Und ich versuche ihn jetzt hier auf den Arsch zu hauen. Ja, super. Dämon, lenk ihn ab. Mann, haut drauf. Wir haben ihn besiegt. 6000 Punkte gab es dafür. Sehr schön. Und ich muss sagen, es war selbst mit der Dämonenschriftrolle nicht allzu einfach. Geile Sache. So, der hat das Herz des Drachen dabei. Und bevor wir jetzt zurück zur Burg porten, werden wir natürlich auch noch deinen Schatz an uns nehmen. Nicht wahr? So, mal gucken, was er da Schönes dabei hat. Auf jeden Fall ist der zunächst letzte Drache erstmal besiegt. Der letzte Kampf steht uns natürlich noch bevor. Ich glaube, das ist auch so ein Drachenwesen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube es aber. So, der Dämon hat ausgedient. Das habe ich eben gehört. Der liegt da, ist umgekippt. Zwei Dämonenschriftrollen haben wir dafür gebraucht. Aber wir haben ihn besiegt. Sehr schön. Und wir haben da auch ein Schwert, Sturmbringer heißt es, gefunden. Ich bin mal gespannt. Und eine neue Steintafel, schon wieder stärker. Aber ich brauche endlich mal eine neue Rüstung. Ich glaube, meine Stärke ist nicht das Problem. Ich bin stark genug. Ich kann vielleicht noch nicht die besten Waffen anziehen. Drachenei, geil. Aber ich bin sehr, sehr stark. Das Problem ist nur, dass auch die Gegner sehr viel Schaden machen. Ich brauche unbedingt eine bessere Rüstung. Möglicherweise bekommen wir jetzt eine, das kann sein. So, ich würde sagen, das hier wäre erledigt. Das war hier übrigens, ja, sozusagen das Hauptquartier im neuen Lager früher. Ich finde es sehr geil, hier nochmal zurückzukommen. Und wir porten jetzt nach Hause, zumindest erstmal in die Burg. Ich muss gerade nochmal gucken, auf welcher Nummer das war, zur Burg. Die Nummer 9. Macht's gut. Und da ist auch endlich wieder Musik eingekehrt. Sehr schön. So, Schwert stecken wir wieder weg. Und dem Kommandant Garon, den sagen wir kurz Bescheid. Irgendwie ist meine Stimme schon wieder am Arsch. Aber ich sag ja, ich werde auch krank schon wieder. Oh. Da bist du ja. Also was ist jetzt? Hast du was zu essen für mich? Ja, ich kann dir was zu essen geben. Ach komm, ich gebe mir ein Fleisch. Ein Stück Fleisch? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Nein. Mehr habe ich nicht. Und das soll ich dir glauben? Na gut, besser als nichts. Hier hast du ein bisschen Gold dafür.
So, ich muss zurück auf meinen Posten. Kein Problem, mein Freund. Ich könnte mich auch erstmal ins Bett legen. Warte mal. Aber die Betten waren in dem anderen Gebäude, gell? Genau. Es ist übrigens super lange Nacht. Wenn du jetzt bedenkst, ich spiele schon wieder seit fast 20 Minuten. Und es ist die ganze Zeit Nacht hier. Man hätte es ruhig schon mal ein bisschen beschleunigen können, würde ich sagen. So, warte mal. Da muss doch irgendwie hochgehen. So, bevor ich jetzt zu Garund gehe, möchte ich mich nochmal bis zum Morgen aufs Ohr hauen. Damit man ein bisschen mehr sehen kann. Der Kampf gegen den Drachen wäre ja nun geschafft. So, und damit sind wir auch wieder fit und gesund. Die Gesundheit hat sich erholt, die ist wieder voll. Wenn ich jetzt hier nicht abstürzen würde. Nee, passt schon. Für Innos. Für Innos, jo, alles klar. Komm, zieh mal ab, Junge. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Alle Drachen sind tot. Alle? Das Böse ist also endgültig besiegt? Nein, leider noch nicht. Es gibt da noch ihren Anführer. Waren die Drachen nicht die Anführer der Orks? Ja, schon. Aber auch sie haben ihren Meister. Wir müssen auch ihn beseitigen. Ich kann hier verdammt nochmal nicht weg. Ich muss das Erz sichern. Und die verfluchten Orks sind auch noch da. Du musst dich allein darum kümmern. Ich kann dir nicht helfen. Möge Innos dich schützen. Nur Innos entscheidet. Tja, das war ja mal wieder klar, ne? Ich muss mich alleine drum kümmern. Ich muss mich übrigens auch noch um die ganzen Orks kümmern, die hier vor der Burg rumlungern. Denn die bringen gute Erfahrungspunkte. Und ich lasse mir die ungerne entgehen. Wir können ja gerade nochmal schauen. Ich weiß auch nicht, ob ich das Auge Innos nochmal aufladen muss. Ich glaube fast nicht. Komm, wir probieren es nochmal. Wir gehen mal zum Alchemietisch. Der ist entweder unten oder oben. Ich weiß es nicht mehr genau. Hier unten. Genau. Essenz der Heilung. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht machen. Doch, das Auge Innos wieder aufladen. Da ist es. Das Auge Innos pulsiert voller Energie. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Ich weiß gar nicht, ob wir es noch brauchen. Aber zumindest haben wir das jetzt erledigt. Das ist doch cool. Gut, Freunde. Ob wir jetzt wieder zurück nach Korinis gehen. Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich erstmal hier noch mit ein paar Leuten reden in der nächsten Folge. Oder ob wir dann, bevor wir nach Korinis gehen, noch ein paar Orksblatt machen. Muss ich mir noch, Entschuldigung, überlegen. Ich muss schon wieder husten, ey. Ist unglaublich. Aber ich denke mal, wir werden die nächste Folge damit beginnen, hier noch mit ein paar Leuten zu quatschen und dann so langsam aber sicher wieder zurück nach Korinis zu gehen, um unsere neue und letzte Aufgabe entgegenzunehmen. In diesem Sinne, mach's gut, bis dann.